Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Equestrian The Game. Es gab einen weiteren Soft-Launch und zwar am Freitag, den 3. September. Allerdings auch wieder ein eher kleineres Land. Man merkt halt wirklich, dass die Entwickler momentan noch nicht zu große Menschenmengen auf einmal ins Spiel lassen möchten. Der zweite Soft-Launch, was heißt kleineres Land? Neuseeland ist ja kein kleineres Land, aber ich glaube doch, dass da wahrscheinlich generell die Verteilung, die Aufteilung ein bisschen weniger krass ist als in Ländern jetzt zum Beispiel wie in Deutschland, wo Pferdespiele halt sehr, sehr groß sind. Ich kann mich täuschen, aber dafür habe ich jetzt nicht genug Marktanalyse betrieben. Also, das zweite Land, was jetzt seit dem 3.9. auch Equestrian spielen darf, ist Island. Island ist das zweite Land, in dem der Soft-Launch jetzt vonstatten gegangen ist. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauern wird, bis wir den nächsten Soft-Launch bekommen. So, und ich möchte erstmal wieder hier reinschauen. Ich möchte mal gucken, ob wir einen guten Welsh-Cop hier drin haben. Oh, schick. Ui, Sable ist sehr, sehr hübsch. Dolly, aber irgendwie habe ich gerade keine Musik mehr. Jetzt habe ich wieder Musik. Ja, der Stall hier, da habe ich ja jetzt gerade noch eine Box frei. Und ich glaube, ich hatte schon gesagt, dass ich ganz gerne auch nochmal einen Welsh erstellen möchte. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das diesmal mache oder ob ich erstmal abwarte. Ich glaube, ich würde mit dem Erstellen weiterer Pferde abwarten, bis wir den Transporter aufs letzte 10. Level geupgradet haben. Und da brauchen wir noch 8000 Credits für. Das heißt, das werden wir heute auch auf jeden Fall nicht hinbekommen. Aber ich möchte auf jeden Fall heute nochmal ein paar Turniere mit euch reiten. Und zwar möchte ich auf jeden Fall mit Diego weitermachen. Diego hat letztens seinen Einstand gegeben und zwar einen sehr, sehr guten. Hat mir auch echt Spaß gemacht, hier mit ihm den Parcours zu bestreiten und deswegen möchte ich jetzt auch ganz gerne mit ihm hier weitermachen, bis wir in die nächsthöhere Stufe kommen. Das geht ja relativ fix. Danach dauert es dann ja erstmal eine Weile, bis wir dann an die nächsthöhere Klasse denken können. So. Ah, schon wieder zu eng rumgelenkt. Es ist so ärgerlich, wenn ich deswegen hier eine Verweigerung habe, die eigentlich gar keine Verweigerung ist, weil er es ja alles super toll gemacht hat und es einfach nur als Verweigerung gezählt wird, weil ich am falschen Hindernis hängen geblieben bin. Das ärgert mich dann natürlich immer sehr. Ich weiß es nicht, ob ein Update gekommen ist und ob ich deswegen jetzt hier in den Parcours keine Musik mehr habe. Aber nee, ich glaube, hier hatte ich generell keine Musik. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Aber von ihm aus wieder eine sehr, sehr gute Runde. Da kann man echt nicht meckern. Er hat alles tipptopp gemacht. Besser kann man es sich nicht wünschen. Aber tja, wenn ich so weiterreite, dauert das noch ein bisschen. Hey, wir haben ein schwarzes Jump Help. Ein schwarzes Vorderzeug. Das ist mega cool. Wir können jetzt noch 5 Sachen bekommen. Ne, 4 Sachen können wir noch bekommen. 4 Sachen können wir noch freischalten. Da ist jetzt nichts dabei, was ich jetzt persönlich so super wichtig finden würde. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall erstmal fehlerfrei durchkommen. Wie es mir scheint, um das nächste freizuschalten. Verwundert mich jetzt gerade ein bisschen, weil ich eigentlich im Kopf hatte, wir müssen nur das letzte Fehler freischaffen, um die nächste Klasse hoch freizuschalten. Aber gucken wir mal. Vielleicht ist auch da irgendwie irgendwas verändert worden. So, und jetzt hier nicht zu eng rum. Dann lieber ein bisschen mehr Luft lassen. Und das war sehr, sehr schief angeritten. Sehr schräg angeritten. Genau, ich wollte ja auch mal noch erzählen, was ich so für ein Empfinden habe, wie man am besten die Hindernisse anreiten sollte. Da wollte ich mir jetzt nochmal so ein bisschen, ich wollte jetzt nochmal speziell drauf achten. Und da werde ich das wahrscheinlich nächste oder übernächste Folge mal so ein bisschen ansprechen, dass ich mir da auch vorher nochmal ein Bild von machen kann. So, fehlerfreie Runde. Thank you.
Gucken wir doch mal. Hat er auf jeden Fall gut gemacht. So, jetzt müssen wir eigentlich das nächste freigeschaltet haben. Haben wir. So. Auf geht's in die nächste Runde. Und das Schöne ist, wir kriegen ja jetzt hier schon für jeden Parcours 100 Credits. Das ist natürlich auch. Also normalerweise müsste ich eigentlich jeden Tag alle meine Pferde müde machen quasi und die Parcours mit ihnen bestreiten. Dann hätte ich deutlich schneller den Transporter zusammen. Es ist nur einfach auch so ein bisschen so ein zeitliches Problem, ne? Wow. Oh Gott. Hast du gut gemacht, Diego. Hier, gucke mal, der rettet mich. Der rettet mich in Situationen, wo ich einfach selber komplett Banane hingeritten bin. Mega gut. Da hat er sich zwischendrin mal ein Lob verdient. Rettet mich hier aus einer Situation nach der nächsten. Sehr schön hat er das gemacht. Gut. Sehr, sehr schön. Haben wir direkt das nächste freigeschaltet. Und wenn ihr das hier mal seht, es dauert auch gar nicht mehr so super lange, bis er bei Intermediate starten kann. Jetzt haben wir hier das letzte freigeschaltet. Das reiten wir jetzt auch noch mit ihm. Haben wir heute hier wirklich so eine Friesenspringstunde quasi. Es ist ja keine Springstunde. Es sind ja im Endeffekt schon Turniere. So. Im Hintergrund höre ich gerade die ganze Zeit ein Rasenmäher brummen. Das wird jetzt nochmal ein vertrautes Geräusch bleiben. Aber ich denke mal, jetzt haben wir ja schon Anfang September, ich denke allzu lange werde ich das Rasenmähergeräusch nicht mehr hören. Dann wird es draußen zu kalt, als dass der Rasen noch großartig nachwachsen könnte. Wir haben es mittlerweile tatsächlich nachts schon empfindlich kühl teilweise. Also ich komme, wenn ich morgens ins Auto steige vor der Arbeit, das ist schon fröstelig. Es ist, also wir haben keinen Frost, nicht so fröstelig, aber es ist schon so, heute haben wir nochmal einen richtig warmen Tag, heute haben wir nochmal einen Sommertag, wie wir nur wenige Tage dieses Jahr gehabt haben, mit Mitte 20 Grad. Aber es ist schon so, dass wir ganz oft morgens nur noch so 7, 8 Grad haben. Und auch tatsächlich teilweise die Tageshöchsttemperaturen nur noch so auf 13, 14 Grad hochgestiegen sind. So lange wird es wahrscheinlich nicht mehr dauern. So, auch das hier eine sehr gute Runde. Null Fehlerpunkte. Sehr gut. Damit haben wir dann das nächste, denke ich, auch schon freigeschaltet. Ne? Wir können nur noch nicht drin starten, weil, genau, Intermediate ist freigeschaltet. Wir können halt nur noch nicht da starten, da er einfach noch nicht weit genug ist. Wir müssen jetzt aber auch noch mal wieder so ein kleines bisschen hier. So, Pony haben wir auch schon ziemlich weit. Chocolate. Mit Chocolate würde ich heute auch noch mal ganz gerne ein bisschen reiten. Ich denke, mit Chocolate werden wir auch dann die nächste Folge noch ein bisschen beschäftigt sein. Wobei ich nicht weiß, ob ich die auch jetzt schon aufnehme oder ob ich mir damit noch ein bisschen Zeit lasse. Ich glaube, da werde ich mir lieber noch ein bisschen Zeit mitlassen und übers Wochenende gucken, dass ich da vielleicht noch, ach, verflixt, die hätte ich abkürzen können, dass ich da vielleicht noch den ein oder anderen Parcours lieber mit den anderen Pferden reite, die ich auch noch weiter trainieren muss und ich dann einfach noch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung habe. Und wer weiß, ich denke, dann können wir nächste Woche oder dann in der nächsten Folge können wir dann wahrscheinlich schon den Pferdemarkt noch ein weiteres Mal aufwerten. So, da ist leider gerade eine Stange gefallen. Ich glaube, da war sie mit den Vorderbeinen dran, mit den Vorderhufen. Aber passiert. Das kann immer mal passieren. So, ansonsten trotzdem eine schöne flüssige Runde. Wir werden auf jeden Fall noch eine Runde mit ihr reiten. Die wird ja auch noch besser. Das ist es halt. Wir haben sie. Wahrscheinlich sollte ich sie jetzt gar nicht unbedingt nochmal reiten. Wahrscheinlich sollte ich sie jetzt eher trainieren. Ich glaube, das machen wir. Wir reiten einfach mal noch ein bisschen. Wir machen einen Ausritt mit ihr. So. Trail Rides mit. Ja, Aurora habt ihr euch ganz oft gewünscht. Esther müssen wir auch unbedingt mal wieder reiten. Die ist ja auch eigentlich ziemlich weit. Ja, mit Dolly wollte ich auch noch ein paar Turniere reiten. Meine Güte. Milky Way haben wir auch noch. Ich komme momentan tatsächlich gar nicht mehr dazu, alle Pferde zu reiten. Dennoch möchte ich
auf jeden Fall noch ein Cobb kaufen, einen Welsh Cobb, weil ich die einfach auch total toll finde. Ich muss ehrlich sagen, ich habe echt Spaß immer daran gehabt oder habe auch jetzt noch Spaß daran, mit Blue unterwegs zu sein, wo ich tatsächlich auch ziemlich begeistert bin, wie viel er als Startpferd schafft. Also da hätte ich nicht damit gerechnet, dass er so weit kommt, dass er die dritthöchste Klasse starten kann. Ich glaube, da habe ich aber auch ein bisschen Glück beim Erstellen gehabt, weil ich habe noch einen Kommentar von einer anderen Beta-Testerin mal gelesen. Der hat geschrieben, dass ihr Anfangspferd nicht so weit gekommen ist. Gut, liegt vielleicht auch daran, dass ich Blue ja als springtalentiertes Welsh erstellt habe. Aber ich weiß nicht, was sie da erstellt hat. So, wir müssen noch über 9 Hindernisse springen, dann haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Dann haben wir selber noch mal ein bisschen Springen trainieren können. Und ruhig, alles gut. Sie mag anscheinend Büsche auch nicht ganz so gerne, weil sie nicht weiß, was sich da drin versteckt. Hat wahrscheinlich ein bisschen zu oft League of Legends gespielt. Dann hat man da so ein bisschen Angst, dass da vielleicht Rengar drin sitzt oder sowas. Alles gut. So, dann hat sie auch direkt noch ein bisschen... Lernt sie da direkt einfach auch noch ein bisschen was dazu. Ist ja auch nicht schlecht. So, ich würde jetzt hier mal wieder in Arbeitsgalopp gehen, dass ich ihre Ausdauer mal wieder ein bisschen auffüllen kann. Und jetzt ist sie von alleine wieder schneller geworden. Oh. Oho. So, können wir jetzt hier schon zwischen den Büschen durch? Guck mal, sah es fast so ein bisschen aus, als ob sie weggesprungen wäre vorm Busch. Trab ist jetzt optisch nicht so hübsch bei ihr. Da sieht man halt, dass das jetzt so ein bisschen ihr Schwachpunkt ist. Aber ich finde sie trotzdem... so mega schön. Sie ist einfach so hübsch, oder? Oh, sie ist ein Träumchen. So. Aber dann gehen wir jetzt hier mal runter. Springen hat sie ein bisschen was dazugelernt. Es hat leider nicht ganz für ein Level-Up gereicht. Sie ist ein bisschen schneller geworden. Sie hat Mentalitätstraining abgeschlossen. Und auch da sind ihre Punkte und Fähigkeiten ein kleines bisschen gestiegen. So, dann schicken wir die Gute jetzt mal noch ins Training rein. Da steht sie. So, Training, Jumping. Beginner kriegt es auf jeden Fall hin. Novice, ja, ist schon ein bisschen schwerer. Da machen wir lieber Beginner und haben aber dafür eine definitive Chance auf Erfolg. Gut, ihr Lieben, das war's an dieser Stelle für heute mit Equestrian The Game. Ich bedanke mich wieder ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.